Wir sind zurück in Witcher. Anlässlich des Release-Geburtstages von Witcher 1 wurde heute die Katze, oder besser gesagt Nibbles, aus dem Sack gelassen. Wie CD Projekt Red heute bekannt gegeben hat, handelt es sich bei dem bereits während des Strategie-Updates im September angekündigten Projekt Canis Majoris um ein Remake des ersten Witcher-Teils. Der 2007 erschienene erste Teil der Trilogie war die erste Eigenproduktion von CD Projekt Red. Damals hatte man noch auf der stark modifizierten Aurora Engine von BioWare entwickelt. Das merkt man dem Spiel auch deutlich an. Im Gegensatz zu den folgenden Teilen ist der erste ganz besonders schlecht gealtert und so gab es schon mehrfach Gerüchte und natürlich auch eine Menge Wünsche, dass CD Projekt Red diesen Teil doch zumindest ein Remaster verpassen sollte. Und nun wird es sogar ein Remake. Witcher 1 wird mit der Unreal Engine 5 komplett neu entstehen, was bedeutet, dass abgesehen von der Handlung und den Texten wahrscheinlich absolut alles neu gemacht wird, was sicher auch die im Vergleich zu den anderen Teilen nicht so tolle Steuerung betreffen dürfte, also hoffentlich. Eine große Überraschung ist hier auch, dass nicht vorrangig bei CD Projekt Red entwickelt wird, sondern das Studio Fool Theory, womit auch klar ist, welches Studio damals im Strategie-Update angedeutet wurde. Fool Theory kennst du womöglich durch Titel wie Seven, Baldur's Gate 3 und Outriders. Dahinter stehen auch Leute, die damals an dem ersten Witcher-Teil mitgearbeitet haben und deshalb genau wissen dürften, was die Fans von einem Remake erwarten. CD Projekt Red dagegen wird laut eigener Angabe betreuend an dem Projekt mitarbeiten. Daraus ergibt sich auch endlich ein konkretes Bild, wie CD Projekt Red die Masse an Titeln stemmen möchte, die ebenfalls im September für die nächsten Jahre angekündigt wurden. Darunter eine komplett neue Witcher-Trilogie und ein Cyberpunk 2077-Sequel. Die Antwort ist ja nun klar, man lagert Titel an andere Studios aus. Somit baut Molasses Flat an einem Casual Witcher Game, Fool's Theory an Witcher 1 und das neue Studio in Boston. Unter Mithilfe des eingekauften Studios in Vancouver werden sich um den Cyberpunk 2077 Ableger kümmern und bei CD Projekt Red direkt bleibt offenbar die Produktion der neuen Witcher Trilogie. Das Ganze hört sich doch mal nach einem soliden Plan an. Wer sich aber jetzt schon freut, demnächst loslegen zu können, den muss ich direkt mal bremsen. CD Projekt Red sagt ganz klar, dass sie noch am Anfang stehen. Und zwar ganz am Anfang. Sie möchten, so die Aussage der Studiochefs, das Spiel mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail erstellen. Und es wird daher noch eine ganze Weile dauern, bis wir hierzu mehr Infos und überhaupt ein fertiges Spiel bekommen werden. Adam Badowski, Head of Studio bei CD Projekt Red, hat sich in einer Pressemitteilung auch wie folgt dazu geäußert. Mit The Witcher hat für uns, für CD Projekt Red, alles angefangen. Es war das erste Spiel, das wir je gemacht haben und es war damals ein großer Moment für uns. An diesen Ort zurückzukehren und das Spiel neu zu gestalten, damit die nächste Generation von Spielern es erleben kann, fühlt sich genauso groß, wenn nicht sogar größer an. Die Zusammenarbeit mit Fool Theory an dem Projekt ist genauso aufregend, da einige der Leute dort zuvor an den Witcher-Spielen beteiligt waren. Sie kennen das Ausgangsmaterial gut, sie wissen, wie sehr sich die Spieler auf das Remake freuen und sie wissen, wie man unglaubliche und ehrgeizige Spiele macht. Und obwohl es einige Zeit dauern wird, bis wir bereit sind, mehr über und aus dem Spiel zu teilen, weiß ich, dass sich das Warten lohnen wird. Ja, und ich denke, das Warten wird sich auf jeden Fall lohnen. Wenn man sich nun in der frühen Phase befindet, dann dürfte die Wartezeit 3 bis 4 Jahre dauern. Also irgendwann zwischen 2025 und 2026, im schlimmsten Fall wahrscheinlich erst 2027 erscheinen. Vielleicht wird CD Projekt Red hier ja ein wenig mitteilsamer, denn schließlich ist der Inhalt bei einem Remake natürlich bereits bekannt, so dass sich viele natürlich für die neue Aufmachung interessieren werden, so dass ein Ankündigungstrailer natürlich besonders fein wäre und auch später immer mal wieder Bilder, die zeigt, wohin die Reise geht. Aber aktuell ist da nichts in Sicht, also müssen wir da mal abwarten. Jetzt wird es hier noch ein wenig spekulativ. Wenn man dem ersten Teil ein Remake verpasst, was spricht dagegen, dasselbe direkt mit den nächsten Teilen dann auch noch zu machen? Spinnen wir die Sache doch mal weiter. 2026 Witcher 1, 2030 Witcher 2 und 2034 ein Witcher 3 Remake. Schon allein deswegen, weil der erste Teil dann super krass aussehen dürfte, während der zweite Teil, der zwar besser gealtert ist, aber trotzdem im Vergleich zum neuen ersten Teil dann eher aussehen dürfte wie ein Pixel-Game. Und selbst Witcher 3 mit Next-Gen-Update wird 2043 dann auch nicht mehr so knackig aussehen.
Von daher würde das komplett passen, wenn CD Projekt Red dabei Erfolg des ersten Remakes einfach da anknüpfen und die gesamte Serie durchziehen würde. Aber wie gesagt, das Ganze ist natürlich rein spekulativ, aber wie würde dir das gefallen? Würdest du gerne Witcher 2 oder 3 oder beide in einer neuen Version sehen, gemacht mit der Unreal Engine 5? Schreib es in die Kommentare. Interessant ist ja auch, dass damit wohl recht zeitgleich oder zumindest mit nicht allzu großem Abstand der neue Teil der neuen Witcher-Trilogie erscheinen wird. Für Witcher-Fans dürfte das dann ein regelrechtes Festjahr werden. Und ja, davor erscheint ja auch noch das Witcher Casual Game. Da bin ich auch sehr gespannt, was wir da sehen werden. Für dieses Jahr steht aber nichts mehr Neues an, außer eben das Next-Gen-Update für Witcher 3, was weiterhin Ende des Jahres kommen soll. Hierzu gab es mal wieder einen Händler, der angeblich das Release-Datum geleakt haben soll. Solche Leaks sind immer problematisch, seit Händler erkannt haben, dass sowas zu mehr Aufrufen ihrer Shops führt. Deshalb ist sowas immer mit absoluter Vorsicht zu genießen. Aber laut dem Leak soll der 9. Dezember der Tag sein, an dem es soweit ist. Denn an diesem Tag waren neue physische Versionen zu Witcher 3 gelistet, also jedenfalls laut dem Händler, wobei ich aber jetzt nicht weiß, für welche Plattform die gedacht waren. Aber wahrscheinlich handelt es sich hier um die Next-Gen-Version für die Konsolen. Wenn zumindest der Monat stimmen würde, dann stehen die Chancen für ein weihnachtliches Witcher-Zocken in der neuen Grafikpracht ziemlich gut, würde ich sagen. Also wollen wir mal hoffen, dass alles klappt. Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.